kriegen den auch auf gar keinen Fall kaputt. Versuch's einfach mal. Toll, es hat keine Emotion mehr. Müssen wir darüber? Warum? Aber von da kommen wir doch. Vergiss mal, dass das Kackgewehr kein Dauerfeuer hat. Warum schießt er eigentlich nur auf mich? Wo muss ich lang? Wasserfall abhauen. Nach oben?
Du bist mir Mädel. Jetzt machst du hier dicke Hose, oder was? Alter, was war denn das für eine wilde Aktion? Total verkackert. Nein! Verdammt! Hör auf, um mich zu schießen! Ich kann mich nicht konzentrieren. Völlig die Orientierung verloren. Wo bin ich denn jetzt? Haben wir den Sprung jetzt über den Schlamm schon geschafft? Ja, ne? Wo bist du denn? Auf mich zu schießen. Aua. Bist du okay? Ich glaub schon. Was ist denn hier los, Freunde? Oh, shit. Wo sind wir? Keine Ahnung. Aber immerhin stehen wir nicht unter Beschuss. Hoffentlich gibt es einen anderen Weg raus. Was glaubst du, was das im Boden eingeritzte Ding ist? Nichts Gutes. Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser. Oh. Oh ja, und da wurdest du festgebunden. Hier oben. Ich glaube, hier ist ein Weg. Okay. Da vorne ist Licht. Ja. Arme Schweine. Keine Ahnung. Ich würde lieber in einer Zelle verrotten, als gefoltert zu werden. Merke ich mir. Und wie kommen wir hier jetzt raus? Schau nach oben. Oh, du hast recht. Na toll. Ah.
Hörst du das? Ja. Wildwassertour? Ja, da ist der Aquädukt. Ein bisschen Rafting? Klettern wir hier raus. Hier oben, ein Durchbruch. Aua. Ach, guck mal, Chef Arschgeige. Ganz cool. Tolle Helden. Das Auge von Shiva. Sehr beeindruckend. Mein Mann war eine Woche dran und hat nichts entdeckt. Tja, das scheint dann wohl der falsche Experte zu sein. Mag sein. Weißt du, ein Hoysala-Dichter schrieb einmal über einen jungen König, der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn Männern? Na schön. Also, zu Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Stehst du jetzt mal auf, Mädel? Los, beenden wir es. Alter! Erwischt. Arbeite an deinen Reflexen. Jetzt stolz? Ein bisschen, ja. Komm schon. Das war wohl nicht. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos säen. Warte! Ich werde einen Bürgerkrieg anzetteln und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir fange ich an. Kein Quatsch. Mach jetzt keinen Quatsch hier. Oh, shit. Weiter! Au. Autsch. Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast eine halbe Stunde weggetreten. Eine halbe Stunde? Ja. Ah, shit. Shit, Asaf hat die Scheibe. Ja, langsam. Ah, wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Hatte schon schlimmere Nächte, glaub mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr seid jetzt zu zweit, richtig? Ja. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen.
Ihr seid jetzt zu zweit. Ich möchte dir noch sagen, du hattest recht mit Asaf. Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder intelligent aussieht. Beides. Aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Also hat er eine lukrative Arbeit hinter sich gelassen. Bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Hey, bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Hier hoch. Langsam. Ja, ja, ganz langsam. Halbe Stunde bewusstlos. Wir haben höchstens eine Gehirnerschütterung, ein paar Knochen geprellt, verbogen, alles gut. Vielleicht ein bisschen nach dem Sturz, ein bisschen was angeknackst, aber trotzdem können wir hier durch die Gegend kraucheln, das ist überhaupt kein Problem. Das kriegen wir schon locker hin. Also von daher... Zum Tor geht es da lang. Oh. Ja, eine Sekunde. Ich will einen letzten Blick auf diesen Ort werfen. Was soll das denn? Bin ich falsch? So hat es also für die Perser ausgesehen, bevor sie hier eingedrungen sind. Bereit? Ja. Was ist so lustig? Oh, es ist nur... Mein Vater hat das erforscht. Und der Stoßzahn war nicht einmal hier. Komm schon. So, wo geht's jetzt zum Tor? Und da. Dann lass uns das Ding mal öffnen. Wieso muss sie das jetzt eigentlich machen? Sie ist so schwer verletzt. Eigentlich mehr ein heiliger Stier. Das ist Nandi, Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Den müssen die Aquädukte freigelegt haben. Yep. Na. Scheiße. Asaf ist schon auf dem Weg rein. Okay, dann nichts wie ab da runter. Komm. Nein. Was meinst du mit Nein? Sam Drake. Nein. Sein verdammter Experte ist Sam Drake? Ja. Yeah. Scheiße. Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nadine. Was? Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier Nein, sind. Nein, sag, dass das ein Witz ist. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte nicht du einfach zurücklassen. Du kannst meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen. Deine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Wow. Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann, so arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Ich schwör's, ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet, um... Okay. Etwas Bewegung tut mir gut. Shit. Na toll, jetzt stehen wir hier und singen. Der Torwächter. Ich gehe ihr lieber nach. Ah!
Die haben keine Kanonen. Ich habe keine Kanone, besser gesagt. Das ist der Dank für meine Ehrlichkeit. Voll auf die Fresse. Naja, bis Nandi ist es nicht so. Sprung darunter schaffe ich nicht. Rutschen wir ein bisschen, ne? Oh nein, jetzt fängt das auch noch an zu schütten. Ja. Gut, dass ich an Schmerzmittel gedacht habe. Ach so, hast du? Ja, dann. Die aber natürlich noch im Wagen sind. Aha. Okay, also jetzt gerade in diesem Moment habe ich das Gefühl. Langsam, langsam. Wie man ein Spiel künstlich strecken kann, ne? Von der Zeit her. Tja, zumindest habe ich noch meine Würde. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wo ist überhaupt meine Karte? Toll, ich habe die Karte nicht mehr. Ja, toll, ich habe nur mein Telefon. Na super, die Karte ist im Auto. Okay. Ach, das Universum rächt sich. Hm. Ach, da war ich doch schon drin, ne? Oh, hallo. Ah, gut. Wie komme ich denn jetzt wieder raus? Oh, hier lang. Na toll, wieder eine Rutschpartie. Was ist hier passiert? Oh, Scheiße, runter, runter! Oh, Scheiße, ist das denn die Ihnen? Die teilt aus. Oh, jetzt sitzt sie aber echt in der Scheiße. Ich muss zu ihr. Oh, die teilt aber richtig aus. So, Freunde.